Tisch, Netz, Ball und Schläger, das Handwerkszeug dieses Sports, sollen vielleicht verändert werden. Das Tischtennisspiel ist zu schnell und kurzlebig geworden. Die Ballwechsel sollen wieder langsamer und überschaubarer werden. Für Spieler und Zuschauer. Ab 1984 sind deshalb nur noch Schläger mit verschiedenfarbigen Belägen zugelassen. Das Drehen des Schlägers wird dadurch erst sichtbar und sogenannte Materialspieler, die aufgrund unterschiedlicher Beläge ihre Gegner foppten, müssen nun Farbe bekennen. Das Tischtennisspiel wird also farbiger. Ob es dadurch auch attraktiver wird, muss sich noch herausstellen. Auf jeden Fall müssen sich die etwa 700.000 Spieler, die allein in der Bundesrepublik in Vereinen spielen, der Regeländerung beugen.